Guten Abend, mein Name ist Anne Goldmann und ich lese heute aus meinem ersten Kriminalroman Das Leben ist schmutzig. Ich nehme Sie heute mit in ein Haus in der Wiener Vorstadt, das genauso gut da in der Gegend stehen könnte. Im Zentrum steht die Hausbesorgerin Julia Wawerka mit ihrem 16-jährigen Sohn Markus. Auch die anderen Hausbewohner sind eher Wien-typisch. Da sind zum einen im Erdgeschoss die Alteingesessenen, Leute, die schon immer hier gelebt haben. Und in die renovierten, zusammengelegten Wohnungen im ersten Stock ziehen neue Mieter ein. Dann wird eine Leiche gefunden und das wirbelt das Leben im Haus gehörig durcheinander. Fremde im Haus? Fragt Herr Bötz. Na, die ganze Zeit ist ja immer die Haustür offen. Kann ja jeder kommen und gehen, wie er will. Wie einer freilich eine Leiche hereintragen und im Keller verstecken soll, kann sich auch der Herr Pölz nicht vorstellen. Also, der muss erst einmal an der Hausbesorgerwohnung vorbei. Wawerka, Mutter und Sohn, obwohl sie arbeitet ja außer Haus und der Bub ist in der Schule. Der Kriminalbeamte macht sich Notizen. Diesmal waren sie schnell, denkt Herr Pölz. Aber es muss immer erst etwas passieren. Oft getragene Wäsche, denkt der Beamte, und verschwitzte Kunststoffhemden. Die Haare sind nämlich frisch gewaschen, saubere Fingernägel und rasiert ist er auch. Mit wem haben Sie denn Kontakt im Haus, Herr Sedlak? Mit den Älteren. Ja, sagt Sedlak und scheint wieder nachzudenken. Er dürfte nicht der Hellste sein. Der Beamte wird ungeduldig. Das kann doch nicht so schwer sein. Namen, fragt er. Der Herr Bötz nebenan? Die Frau Nowak aus dem ersten Stock? Aber die ist im Spital. Schon lange. Wird wohl nicht mehr heimkommen. Die Hausbesorgerin. Pause. Ja, mit dem Wagner, also mit dem Briefträger, rede ich auch hin und wieder. Die anderen sind ja neu. Man grüßt einander. Wo arbeiten Sie eigentlich? Fragt der Ermittler dann. Am Magistrat, sagt Herr Sedlak. Er sagt es bedeutungsvoll. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Ja.